Der Taurus-Leak macht gerade Schlagzeilen. Russland hatte ja abgehört oder wahrscheinlich abgehört, dafür sprechen aktuell alle Informationen, dass einige Bundeswehrgeneräle hinter dem Rücken der Bundesregierung geplant haben, wie man Taurus-Raketen nach Deutschland liefern, in die Ukraine liefern kann, ohne dass das öffentlich nach Kriegsbeteiligung aussähe. Und wir haben auch noch einige andere brisante Aussagen getroffen, wie das britische und amerikanische Soldaten schon vor Ort sind. Naja, Friedrich Küppersbusch hat sich jetzt satirisch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich habe den Beitrag für den Küppersbusch noch nicht gesehen. Ich wollte mir den zusammen mit euch angucken und genau das machen wir jetzt. Melde gehorsamst! Hier spricht Generalinspekteur Gerhardt mit vertraulich Verschlusssache Geheiminformationen für den Minister. Das ist so ein geiles Teil. Ja, Leute, der Minister hat es gewusst, es ist schon wieder passiert. Der Russe hört mit. Dass Russland mithört bei uns allen, bei allen Alliierten und wahrscheinlich auch bei vielen Privatpersonen, dürfte kein Geheimnis sein. Und zwar bei dieser Privatperson diesmal, Josef Haydn. Man nennt ihn auch den Generalinspekteur des klassischen Streichquartetts, blamiert und bloßgestellt vom russischen Propagandakanal RT Deutsch. Die Paukenschlag-Symphonie. Josef machte sich eine Heidenarbeit. Okay, das war jetzt ziemlich flach, aber ich fand's witzig. Um bei seinem ersten Gig in London krass aufzufallen und komponierte diesen veritablen Wumms in den zweiten Satz seiner Symphonie Nummer 94 in G-Dur. Der Legende nach, weil ihn nervte, dass das Publikum da normalerweise schon eingeschlafen war. Heute geht das natürlich so. Das ist der Showstopper. Das war Generalinspekteur Ingo Gerhardt. Man nennt ihn auch den Heiden der Luftwaffe mit seinem Paukenschlag, dem Showstopper. Ursprünglich auf der Musicalbühne, ein Showstopper ist, wenn das Publikum begeistert die Show unterbricht nach einem Solo vor Applaus, Jubel, Standing Ovations. Ja, hat diesmal nicht ganz geklappt. Kein Bingo für Ingo. Unser oberster Flieger und seine Pistorius Bastards liefern dem Russen Propagandastoff, verärgern den Westen. Und alle, die vorher für Taurus waren, sind jetzt für Taurus. Und alle, die vorher dagegen waren, sind jetzt dagegen. Und wenn Düsen-Ingo das nächste Mal zur flugmedizinischen Tauglichkeitsprüfung muss, wären wir alle gerne dabei, wenn der Fliegerarzt fragt, darf ich Sie mal abhören? Und genau das wollen wir heute tun. Es ist so viel gemeint und gemosert, gedeutet und gedurft worden über den Taurus-Leak. Die Deutschen planen den Dritten Weltkrieg. Sie sind längst Kriegspartei. Sie verraten alle Verbündeten. Scholz lügt. Oder sie unterhalten in Büchel eine eigene Schwadron zum Schwadronieren. Das weil gerade einer im Chat fragt, nein, die Generäle wurden nicht gefeuert. Pistorius hat schon gesagt, dass dieses Gespräch keine personellen Konsequenzen haben werde. Was auch beeindruckend die Bundesregierung aussagt. Ich meine, da planen Generäle hinter dem Rücken also militärische Aktionen, die völlig konträr zur Linie der Bundesregierung laufen, zumindest zur offiziellen Linie. Und für die Generäle hat das keine personellen Konsequenzen. Also ich frage mich, ob andere Staaten mit ihrem Militär auch so nachlässig umgehen. Ob da, keine Ahnung, französische oder russische Generäle auch eine Kriegsbeteiligung ihrer Länder in Kriegen in völlig anderen Weltregionen planen dürfen, ohne dass das dann irgendwelche Konsequenzen für die hat. Also, ja, ich sag dazu nichts mehr. Das spricht für sich selbst, das Verhalten dieser Bundesregierung sowie das Verhalten dieser militärischen Führung. Wir jetzt deshalb zum Äußersten greifen. Wir uns das Ding mal zusammen an, okay? Der Verteidigungsminister will mal wirklich auch wirklich tief in Taurus einsteigen, wobei der Termin ist eine halbe Stunde, so wie ich es gesehen habe, also wir werden das Ding nicht zum Fliegen bringen können, um es mal so auszudrücken. Das ist die Ausgangslage am 19. Februar 2024 in der abhörsicheren WebEx-Schalte. Gerhardt soll beim Minister vortragen und der Minister hat aber nur eine halbe Stunde Zeit und Gerhardt hat aber gar keine Zeit. Also was ich gesehen habe, ist das ja eine halbe Stunde. Und es könnte jetzt doch durchaus sein, dass ich vielleicht gar nicht dabei bin, sondern dass ich bloß eventuell in den Haushaltsausschuss, weil wir ja noch so ein kleines Issue haben mit einer leichten Preissteigerung der F-35-Infrastruktur in Büchel.
Was mega sau ärgerlich ist. Mega sau ärgerlich ist, dass allein das Herrichten des Flugplatzes Büchel für die Schnäppchenflieger F-35 aus Amerika mehr als doppelt so viel kostet als errechnet. Und da hat das Zeitenwende-Gremium des Haushaltsausschusses noch ein paar Fragen und die Ohrfeigen kann sich gerne Gerhards abholen für seinen Chef. Denn Pistorius hat heute erste Stunde Taurus. Und ich würde ja empfehlen, und das habe ich ja schon über Frank euch zukommen lassen, so ein paar Slides dabei zu haben, eine Tischvorlage, wie man das so schön nennt, damit man ein bisschen was visualisieren kann. Also ich möchte euch mal einfach in seine Lage reinversetzen. Die Slices, die sogar Boris Pistorius verstehen würde, wurden uns inzwischen von RT Deutsch zur Verfügung gestellt. Und dazu kommt dann noch eine Generalansage. Kommt der Minister nicht mit Problemen, kommt ihm mit Lösungen. Und da wäre ich euch echt dankbar, dass wir, ja, die Herausforderung nach dem Motto, was ist daran nicht einfach, aber dass wir nicht nur ein Problem in den Raum stellen, sondern dass wir auch immer die Lösung dazu nennen. Dann zündet der General noch eine zünftige Handgranate und vergisst leider, sie wegzuwerfen. Ich weiß, wie es die Engländer machen, die machen es ja komplett im Reachback. Die haben auch ein paar Leute vor Ort. Ja, britische Soldaten in der Ukraine. So was sagt man doch nicht. Das Reachback-Verfahren, also das wäre eine Fernsteuerung eines Taurus-Angriffs aus Deutschland, hat der politische Oberbefehlshaber, Kanzler Scholz, ausdrücklich verboten. Da wird man Kriegspartei und so. Und erst recht deutsche Soldaten in der Ukraine, so hands on the ground. Begeistert lernt jetzt hier der Tommy vom Ivan, dass der Hunde mal wieder die Fresse nicht halten konnte. Gibt aber auf Nachfrage zu, naja, die Russen wussten wahrscheinlich eh von der britischen Anwesenheit in der Ukraine. Ja, Großbritannien, die USA und Frankreich haben Truppen vor Ort. Das ist schon längst bekannt, das ist nichts Neues. Also die werden dann, also man versucht das natürlich so gut zu schleiern, aber das wurde schon vor längerem berichtet. Ukraine, zum Beispiel hier der britische Verteidigungspolitiker Tobias Elwood. Also, das war jetzt so ungefähr das am zweitbesten gehütete Geheimnis der Welt hinter, gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Und kurz drauf auch noch mal von Olaf Scholz verpetzt. Und das, was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Ah, also wenn die Deutschen da nicht hin dürfen, dann müssten es die Ukrainer selber machen. Ja, die Amis haben auch mehrere CIA-Basen schon seit 2014 in der Ukraine unterrichtet. Academy, US-Söldnerfirma war vor Ort auch noch so eine private Firma. Also es ist ähnlich, wenn für Russland Wagner irgendwo vor Ort ist. Dann arbeiten die letztendlich nicht nur im privaten Interesse, sondern auch im Interesse des russischen Staates. Und genauso ist das bei Academy. Ehemals hießen die Blackwater, wurden umbenannt, weil die an den Folterungen von Kriegsgefangenen im Irak teilnahmen und das international nur auf ein semigutes Echo gestoßen ist. Und man deswegen nicht mehr mit diesen Folterungen in Verbindung gebracht werden wollte. Deswegen hat man sich einfach umbenannt. Und deswegen sage ich auch das gleich dazu, um diese Assoziation schön aufrechtzuerhalten. Ich meine, gibt hier einen Offizier aus der Runde zu bedenken. Wird der Marschflugkörper von Ungeübten programmiert, kann das schon mal ein schönes Motiv für Annalena Baerbocks Neigung zu Fototerminen vor zerstörten Kindergärten werden. Diesmal aber irgendwie dann falsch rum. Sprich, Taurus muss von geschultem Personal präzise programmiert und eingesetzt werden. Die Übergabe der Taurus, naja gut, das ist Sache der Industrie. Die Dinger unter den Fliegerschrauben ist Sache der Ukrainer, das haben sie mit Skalp und ihren alten Mix sogar hingekriegt. Bleibt diese fucking lange Ausbildungszeit. Übergabe, Montage, Ausbildung und Einsatz sind das Problem. General Fenske gibt jetzt zu bedenken, bei der Bundeswehr dauert sowas ein Jahr. Vielleicht könnte man ja wenigstens für den Anfang die Ausbildung ein bisschen verkürzen und ein paar Daten rüberschicken. Das kann man theoretisch sogar aus Büchel machen, mit einer sicheren Leitung in die Ukraine rüber, den Datenfall rüber transferieren und dann wäre er verfügbar und könnte das gemeinsam planen. Schöner Versuch, Fenske, aber Ingo Gerhards hat aufgepasst. Genau das, Datenfernsteuerung aus Deutschland, hat der Kanzler doch verboten. Wenn man jetzt politisch Sorge hätte, dass diese Line von Büchel direkt nach Ukraine eine zu direkte Beteiligung ist, Politik halt alles, könnte man dann auch... Wenn man diese Sorge hätte, mal angenommen, also ja, genau das hat die Regierung.
Denn Scholz ist nicht ganz so irre wie die ersten Kriegstreiber, die wir in der Bundesregierung. Ich finde es sehr bedenklich, wenn ein Olaf Scholz zu den besonderen und vernünftigeren Politikern in der Regierung gehört. Fragen, okay, das Datenfall wird bei MBDA gemacht und wir schicken unsere 1-2 Experts nach Schrobenhausen. Ist zwar totaler Schwachsinn, aber jetzt mal so gesehen, aber politisch halt vielleicht was anderes, wenn der Datenfall von der Industrie kommt. Das ist Lösungsvorschlag Nummer 1. Nicht Deutschland steuert aus der Ferne die Taurus-Raketen, sondern die Herstellerfirma MBDA im bayerischen Schrobenhausen. Ja, vielleicht würde es sogar reichen, wenn einfach nur Bayern Russland den Krieg erklärt. Taurus, das hier produziert wird, ist die abschreckendste Waffe für Verteidigungsfähigkeit, die es in Deutschland gibt. Diese Waffe muss zum Einsatz kommen. Oh nee, Gott, was haben wir für Kleingeister? Also Taurus soll eingesetzt werden, damit davon mehr produziert wird und das nützt dann der bayerischen Wirtschaft. Also deutsche Politik auf den Punkt gebracht. Also was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Es ist unfassbar. Also das kann man sich nicht ausdenken. Das kann man sich nicht ausdenken. Also ihr seht jetzt übrigens mal wieder, die CDU ist sogar noch kriegstreiberischer als die aktuelle Bundesregierung. Also mit einem Röttgen, mit einem Söder, mit einem Merz würde nichts besser, sondern noch einiges schlechter werden. Die CDU ist keine Alternative, die ist sogar noch schlimmer als das, was wir da gerade schon sehen. Und man kann das angesichts einer Baerbock, einer Stark-Zimmermann oder eines Hofreiters schon fast nicht mehr denken. Oder Polen. General Fenske hat Lösungsansatz Nummer... Wie war das? Die Politik ist nur der verlängerte Arm der Rüstungsindustrie. 2. Oder was natürlich auch geht, dass man unter Umständen das Datenfall nach Polen schickt und man hat den Handover-Takeover in Polen irgendwo und es fährt jemand mit dem Auto hin. Genau. Und bis die Programmierungsdaten dann aus dem Luftwaffenstützpunkt Büchel mit dem Auto an die polnische Ostgrenze kommen, sind sie so veraltet, dass der Ukrainer damit ein Loch in den Käse schießen kann, der hier gerade geredet wird. Die Zielsteuerungsdaten für die deutschen Taurus sollen also wahlweise durch den Hersteller gewaschen werden oder frisch vom Polenmarkt oder leck mich am Arsch, einmal in Stimmung. Lässt dich auch Generalinspektor Gerhards nicht lumpen und haut noch einen raus. Wir wissen ja auch, dass da viele Leute mit amerikanischen Akzent in Zivilklamotten rumlaufen. Ja. Überraschung. Die Überraschung ist, das ist keine. Schon vor einem Jahr wurde versehentlich bekannt, dass die USA eine Gefahrenzulage für US-Soldaten in der Ukraine bezahlen. Ja, also USA, Frankreich, Großbritannien haben längst Truppen vor Ort. Das ist schon länger bekannt, wird aber nicht berichtet. Tja. So dass man durchaus auf die Idee kommen könnte, seien noch welche da. Das hatte die US-Söldnerpostelle Talk and Purpose enthüllt, die regelmäßig auch über gefallene US-Veteranen in der Ukraine berichtet. Also okay, angenommen, man schmuggelt die Taurus-Daten irgendwie rein, der Brite, der Armee oder der Ukrainer selber basteln das Zeug zusammen und dann können wir uns endlich fragen, warum? Die Offiziere in der Runde sind sich einig, Deutschland könnte vielleicht 50, höchstens 100 Taurus liefern und? Das ist natürlich, ne? Dann, dass uns klar sein muss, das wird nicht den Krieg ändern. Oller Spaßverderber Ingo. Kamerad Florstedt hat doch schon tolle Ideen entwickelt, was man wenigstens ordentlich zerdeppern könnte, wenn es schon den Kriegsverlauf nicht ändert. Und da komme ich dann drauf, dass es so zwei interessante Tagezeit gibt. Einmal so eine Brücke im Osten und einmal Moon-Depots, wo wir reinkommen. Die Offiziere diskutieren jetzt, ob man 12 oder 20 oder wie viel eigentlich Taurus braucht, die strategisch wichtige russische Kertschbrücke zu zerlegen. Ob man da besser flächig ansetzt oder auf die relativ schlanken Pfeiler zielt oder so. Immer mit der Sorge, dass das ohne geübtes Personal komplett schief gehen kann. Aber so grundsätzlich sonst... Target of Opportunity wäre für mich die Brücke und die Moon-Depots und das sehe ich grundsätzlich nur, will den Leuten das relativ schnell beizubringen. Ja, das ist alles schön wackelig. Der Datentransfer über die Taurus-Firma oder über Polen, Hilfe mit amerikanischem Akzent, Ukrainer, die nicht ausreichend geschult sind und möglicherweise sonst was treffen, reicht das? Kamerad Gräfe ist skeptisch. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, Ingo. Also, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht gleich zu Beginn ein Zielkriterium formulieren. Und damit sind wir
beim Paukenschlag, beim Showstopper, beim Kriegskriterium, beim Killerargument. Die hochrangigen Soldaten finden keine verantwortliche Lösung, deutsche Taurus jetzt sofort in der Ukraine einzusetzen, ohne in die Nähe einer Kriegsbeteiligung zu kommen. Und so einigen sie sich auf eine Zwei-Stufen-Lösung. Ach, fast so, als hätte Scholz mit seinem Argument recht. Sag bloß. Dann würde ich es so machen, wie es ich sag's ja, also das. Also man, wenn man den Harald Kujat öffentlich sieht oder den Erich Watt, dann kann man nicht mehr denken, was für kriegsgeile Leute da jetzt an der Bundeswehrspitze stehen. Also es ist unglaublich. Also die Bundeswehr, die scheint sich auch entweder ganz schön verändert zu haben oder da kommen systematisch solche Leute nach oben und der Kujat war die Ausnahme. Gerade gesagt hat, dass man einen Quick-Track und einen Long-Track macht. Der Quick-Track ist, den Ukrainern Taurus recht schnell zu liefern, die sie dann ohne gründliche Ausbildung und ohne deutsche Daten auf eigene Faust irgendwo hinballern können. Der Long-Track nach ausführlicher Schulung in Deutschland und beides natürlich ohne deutsche Daten. Damit haben die vier Offiziere eine Linie für ihr Briefing beim Minister und die fasst General Gerhards abschließend nochmal zusammen. Ja, ja klar. Aber es gibt jetzt keinen Grund, wo man sagt, das ist der Showstopper, weswegen man sagt, das kann man nicht machen. Die Soldaten haben sich an die politische Direktive keine direkte Kriegsbeteiligung gehalten, wenn es auch schwer fiel. Am Ende verwerfen sie jeden irgendwie gearteten Versuch einer Zwischenlösung. Aber ja, total. Die könnten vor der Öffentlichkeit verschleiern, dass wir direkt sind. Das haben sie sich hier gefragt. Nicht, wie können wir verhindern, dass wir direkt eine Kriegspartei werden. Also wenn Deutschland Ukrainer diese Waffen liefert, beziehungsweise Ukraine, und sie dann da noch daran ausbildet, dann ist das eine direkte Kriegsbeteiligung. Ich glaube, eine irgendwie geartete Versuch einer Zwischenlösung, stell dir mal vor, das kommt an die Presse. Ja. Das ist nicht auszudenken, wenn das an die Presse kommt. Was Minister Pistorius von diesem Briefing gehört, wie er es verstanden, was er davon an den Kanzler weitergegeben hat, wir wissen es nicht, weil viele Medien halten lieber den üblichen Verdächtigen die Mikrofone hin und melken Empörung. Dass wir durch eine dumme Panne hinter den Vorhang hören dürfen, finde ich nicht schlimm. Und da ist mir auch der Absender scheißegal. Ja, gutes Statement. Was machen jetzt aber? Ah, schade. Schade, jetzt geht's nicht mehr um die Medienberichterstattung. Jetzt spielt Küppersbusch Gitarre. Könnt ihr euch ja selber ansehen. Wohl können wir uns auch nicht zusammen ansehen. Heute vor 36 Jahren konnte man in Berlin, Hauptstadt der DDR, für 15 Mark Ost beim Geburtstagsfest der FDJ folgendes Lied hören. Während dieser schöne D-Dur-Akkord verklingt, den man übrigens auch eine Oktave höher spielen kann, können wir ja schon heute Abend um 19 Uhr wieder darüber reden. Hey, Alter, warum? Also, was ist das für ein Lied? Schreibt es mir gerne in den Chat oder in die Kommentare. Ich errate es tatsächlich nicht. Ja, das war Küppersbusch. Gutes Video. Hat die wichtigsten Stellen, die ich auch schon anderswo gesehen hatte, gut zusammengefasst. Also, gibt ein Like. Ja, gutes Video. Dachte eigentlich, es würde mehr um die Medienberichterstattung gehen. Also ist ja bei Küppersbusch häufiger so, dass er die Berichterstattung anderer Medien aufs Korn nimmt. Das war ja wirklich schlimm, was da in der Tagesschau erzählt wurde. Also diese ganzen Stellen, die wurden da erstmal nicht gezeigt. Und zweitens wurde dann skandalisiert, dass die Russen es geschafft haben, uns abzuhören. Ja, total, also ja, hätte man nicht mit rechnen können. Vor allem, wenn die Offiziere da irgendeine unsichere Verbindung verwenden, wo sich jeder Dritte ohne Sicherheitsprüfung einfach so einloggen kann. Also ja, braucht man nichts zu sagen, das ist der aktuelle Zustand der Bundeswehr.